Ein absoluter Trend: Push-Up-Cakes. Und auch hier Günther, trendige Dekors, hohe Qualität und immer am Puls der Zeit dabei. Ich lege meinen Boden einfach ein. Dann kann ich eine Sahnecreme oder eine Buttercreme nehmen. Ich nehme jetzt hier einfach eine Buttercreme, weil sie ein bisschen stabiler ist. Spritz einfach einmal rein. Und dann für den Knistereffekt. Es ist ganz toll, wenn man die großen Silberkugeln, die sehen erstens sehr schön aus für die Optik, und die hier drauf streuen. Und die dürfen ruhig hier an der Seite zu sehen sein. Das ist ganz witzig. Und die knistern ganz, ganz toll, wenn ich drauf beiß. Und den Vorgang wiederhole ich einfach. Gebe meinen zweiten Bund drauf, drücke so ein bisschen an. Und jetzt kommt quasi oben wieder Buttercreme drauf. Da spiele ich mich jetzt mit den kleinen Streuseln, weil quasi innen drin die großen sind die Überraschung. Und oben habe ich jetzt die kleinen. Und da ist jetzt ganz genial, diese kleinen süßen Miezekatzen hier oben draufzusetzen. Weil oben auf dem Push-Up-Cake sollte immer so ein kleines Highlight stecken. Und das sieht sehr, sehr süß aus. Einen schönen Schokopin noch dahinter, weil Schokolade geht immer. Die Push-Up-Cakes sind jetzt fertig und hier ist das Schöne. Ich kann den so essen, ich drücke den von unten hoch. Ich brauche keine Gabel, keine Serviette und brauche einfach nur so abbeißen. Eine ganz tolle Idee und ganz viel Spaß beim Nachbacken.